Ich bin Jonas, Business Development Manager bei Kevaso und wir sind heute in Ludwigshafen. Wir sind hier auf der Anlage von der BASF mit dem größten Chemiewerk auf der Welt mit über 40.000 Mitarbeitern. Wir wurden gefragt, ob wir bei dem Abbau eines 50 Meter hohen Gerüstes unterstützen können. Hier auf der Anlage wurde eine neue Fackel gebaut, die entsprechend mit dem Gerüst eingerüstet werden musste. Wir befinden uns hier in einem Eckschutzbereich und es mussten entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Beim Aufbau wurde für den Materialtransport ein Kran verwendet. Jedoch wurde hier Verbesserungspotenzial bezüglich der Arbeitssicherheit gesehen. Kommt ein Kran bei solchen Höhen zum Einsatz, so wirken entsprechende Windkräfte. Diese Kräfte können bei den Materialboxen eine Pendelbewegung auslösen. Dies erschwert das Be- und Entladen des Materials in der Höhe. Die Platzverhältnisse hier in der Anlage im laufenden Betrieb sind stark beengt. Es muss stets genug Platz sein, dass Reinigungsfahrzeuge oder Tanklaster passieren können. Herkömmliche Transporthilfen, wie zum Beispiel klassische Baueraufzüge, benötigen zum einen viel Platz und zum anderen eine Starkstromversorgung. Dank Liftboard können wir hier viele Probleme lösen. Unsere Roboter sind komplett kabellos und vollständig batteriebetrieben. Mit einer Heißarbeitserlaubnis und einem Feuerschein kann Liftboard sogar in Eckschutzbereichen eingesetzt werden. In knapp 2 Stunden war Liftboard installiert und die Schienen wurden auf einer Höhe von 50 Meter aufgebaut. Liftboard kann innerhalb von wenigen Minuten von der Schiene gelöst werden und benötigt kaum Platz auf der Baustelle. So wird der laufende Betrieb nicht gestört. Das Verwenden von Etagensicherungstüren ist nicht länger notwendig. Die Transportplattform von Liftboard ist schwenkbar. Das ermöglicht den Gerüstbauern, stets im gesicherten Bereich zu arbeiten und der dreiteilige Seitenschutz bleibt stets intakt. Das Risiko von herabfallenden Materialien wird somit drastisch reduziert. Das Projekt hier zwischen der BASF und Kevaso ist ein hervorragendes Beispiel, wie Startups und Konzerne zusammenarbeiten können. Gemeinsam werden Industrieprobleme wie die Arbeitssicherheit, die Effizienzsteigerung in der Montage und der Fachkräftemangel mit Hilfe von Innovationen verbessert.